Es ist nicht immer so leicht, sich vor eine Kamera zu setzen und dann über die Dinge so zu sprechen, wie ich das jetzt tue, dass ich die so abspule, emotionslos, sachlich das bleibe, weil im Grunde genommen bin ich wahnsinnig sauer. Ich bin so unglaublich wütend, ja. Ich könnte wirklich die Faust in die Kamera schlagen. Folgendes. Darüber müssen wir auch sprechen. Ist das Presse noch oder ist das schon übelste Hetze? Was denken sich die Leute? Ihr könnt diese Presse jetzt stoppen, indem ihr einfach, wenn ihr noch ein Abo habt, wie ihr das abbestellt. Ja? Komisch, sonst weiß das auch keiner. Ja? Du weißt, also woher weißt du das? So stoppen? Würde mich schon mal interessieren. Und ich kann nur sagen, ekelhaft. Es ist einfach nur ekelhaft, ne? Okay, an dieser Stelle, ich möchte mich entschuldigen bei den zahllosen Opfern, die da benutzt werden. Was denn? Was wäre der Sinn? Darüber mal nachgedacht? Googeln Sie das mal, dieses Internet. Muss ja was dran sein. Wären Sie wirklich klug, hätten Sie das Netz wirklich verstanden, dann hätten Sie das wirklich Beste getan, Sie hätten das jetzt totgeschwiegen, weil jetzt bemühen sich noch mehr Leute drum. Ja? Das ist ein Satz, nicht wahr? Interessant. Ja. Gut. Ja. Das sind unsere Vorbilder, unsere Leute. Man müsste dieses Nachdenken, könnte man über 2 Stunden ziehen. Man könnte es über 2 Stunden ziehen. Googelt mal einfach. Das kann ich völlig nachvollziehen. Jeder, der etwas anderes denkt, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ja? Nicht wahr? Übrigens. Was seid ihr eigentlich? Was ist das, was ihr da macht? Ja? Und. Nicht wahr? Ja? Das ist alles wahnsinnig kompliziert. Nein, das ist nicht kompliziert. Es ist ganz simpel. Die Palästinenser müssen für den Holocaust der Deutschen im Nahen Osten bezahlen. Das sind die Fakten. Und da soll ich mitmachen? Ich muss das tun. Das ist wirklich das Allerletzte. Das ist wirklich das Allerletzte. Okay? So viel zum Thema Israel. Mahnwachen. Wo sind die denn? Wir haben es dort ja seit Monaten mit Leuten zu tun, die wirklich den Hitlergruß morgens zum Aufstehen bringen. Und das sind aber unsere Partner. Vielen Dank dafür. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.